Und herzlich willkommen zurück, ihr Lieben. Ja, heute mit einem Craft-Update zum Thema Hochzeit. Und ja, ein Freund von mir hat ja jetzt inzwischen nur geheiratet, beziehungsweise jetzt am Wochenende ist die kirchliche Hochzeit. Und dementsprechend habe ich natürlich die Sachen für die kirchliche Hochzeit noch hier. Die bekommt sie dann am Wochenende. Und ich habe mir gedacht, bevor das Ganze dann an sie geht, zeige ich euch das einfach nochmal kurz, was ich alles für sie gemacht habe. Und fangen wir mal an mit diesem Gästebuch, wie ihr seht. Das habe ich, das sind so normale Holzbahnplatten. Habe ich dann hier mit so Bändern gebunden, weil es einfach keine Buchringe gab, wo so dick waren. Und ihr seht, das Ganze ist wirklich extrem dick. Ich kann mal meine Hand auflegen, dann seht ihr die Dicke. Und ja, hier habe ich dann einfach außen, das wollte sie, so diesen Spruch wie du. Name, ja, Datum und so weiter. Habe ich reingebrannt. Und dann machen wir das Ganze auf. So, ich lege es mal ein Stückchen weiter rüber. So, die Seiten sind nicht alle gleich, sind ein bisschen unterschiedlich, das seht ihr gleich. Und zwar habe ich dann einfach, weil das Ganze ja sonst reißen könnte, das hier überall nochmal mit Washi-Tape verstärkt quasi und dann gelocht. Das sind so die einfachen Seiten, wie ihr seht. Und dann gibt es aber zwischendurch immer noch so ein paar verzierte Seiten, wie diese hier zum Beispiel. Da seht ihr, habe ich hier einfach so ein paar schöne Stempelchen gemacht. Und auf der Rückseite schaut das Ganze dann so aus. Habe ich hier noch so ein bisschen Stempel. Und dann kommen wieder so ein paar unverzierte und dann kommen wieder verzierte. Also immer so ein bisschen im Wechsel. Ja, so zieht sich das durch das Ganze Buch durch. Das sind insgesamt über 100 Seiten, weil sie halt 140 Leute, so sind wir jetzt, glaube ich, am Wochenende bei der Feier. Und ja, dementsprechend musste das Ganze natürlich dick werden und Platz für alle Gäste bieten. So, also das haben wir. Ich lege es mal hier drüben hin. So, dann habe ich die Hochzeitskerze gemacht. Die schaut so aus. Ja, da habe ich hier diese Herzen habe ich mit Wachsplatten gemacht. Und ja, dann halt ausgeschnitten, beziehungsweise mit Messer ausgeschnitten, drauf gemacht auf die Kerze und den Rest habe ich dann alles frei per Hand gezeichnet mit Wachsstiften. Ja. Hier dann wie so eine Art Perlen gemacht, wie ihr seht. Ja, und einfach so diese Blütenranke, das wollte sie so in dem Stil haben. Und ja, das schaut dann dementsprechend so aus. So, dann muss ich mal kurz hinter mich greifen. Dann habe ich eine XL-Karte gemacht, weil das Geldgeschenk, was ich euch gleich noch zeige, ist jetzt von 6 Leuten insgesamt. Dementsprechend, ja, brauchten wir da einfach eine recht große Karte. Ich lege es mal so rein, dann seht ihr es mehr. Wir haben einfach dieses traumhaft schöne La Planche-Papier habe ich da benutzt. Und ja, die habe ich mir mit so Modelliermasse gemacht und dann aufgeklebt, ein bisschen Gold noch. Den Schmetterling habe ich auch selber gegossen mit Resin. Und den fand ich einfach noch sehr schön passend von der Farbe her und auch vom Thema her. Und hier außen dann einfach so ein paar schöne Steinchen. Fand ich halt auch von der Farbe her ganz passend. Das gibt es dazu, die Karte. So, dann kommen wir zu dem Geldgeschenk, was ich gemacht habe. Ich hoffe, man sieht. Ich lege es auch mal kurz so rum rein. Dann seht ihr das in der ganzen Größe. So. Ich drehe es jetzt mal wieder so um. Ja, da habe ich einfach so eine Leinwand genommen, mir das hier unten halt mit Distressoxid gemacht, den Untergrund. Hier noch so eine schöne Blume, das sieht man dann, wenn man das abnimmt, bleibt dann halt nachher diese Blütenverzierung. Fand ich ganz cool, weil dann können Sie das Ganze nachher auch als Bild verwenden. Und wie ihr seht, habe ich mir jetzt auch mit Geldschein, das ist ja das Geldgeschenk logischerweise, so kleine Schmetterlinge gemacht, die hier schön aufgeklebt und dann habe ich mir noch so Blüten gemacht und die anderen Geldscheine einfach als Blütenblätter sozusagen. Das Ganze habe ich nur ganz, ganz leicht geklebt mit Klebepads,
weil das Geld soll ja nicht beschädigt werden. Die sollen das Geld ja natürlich verwenden können. Und dementsprechend muss man da halt ein bisschen aufpassen, dass man jetzt keinen Kleber benutzt, der zu stark ist, weil sonst geht das natürlich nicht mehr runter. Ja, die Blüten habe ich auch einfach mit so Seitenpapier gemacht. Ist auch super einfach. Es dauert zwar ein bisschen, aber von der Technik her ist es ganz, ganz einfach, so Blüten zu machen. Wenn ihr da Lust habt, das mal zu sehen, dass ich euch mal zeige, wie ich die Blüten gemacht habe, dann schreibt mir das einfach mal unten in die Kommentare. Dann kann ich da gerne mal ein Video zu diesen Blüten machen, weil, ja, ich finde es super praktisch und, ja, auf jeden Fall schöner wie, ja, gekaufte, meiner Meinung nach. Aber es ist natürlich reine Geschmackssache. So, jetzt lege ich das mal so am besten irgendwie. Und dann habe ich mich noch was gemacht, und zwar das Schild für die Kirche, damit natürlich jeder weiß, wer heiratet. Das werde ich euch jetzt nicht komplett ins Bild bekommen, weil das einfach so, so riesig ist. Ihr seht, das ist einfach wirklich so enorm groß, dass ich euch wirklich nur so zeigen kann. Also das sind halt hier unten, habe ich mit Strukturpaste erstmal alles gemacht. Die ganzen weißen Stellen, ein paar Strasssteinchen, ein bisschen was Gold nachgezogen. Dann überall so Weinblätter, weil die beiden halt sehr, sehr gerne Wein trinken. Dementsprechend passte das meiner Meinung nach ganz gut. Und jetzt drehe ich es mal so rum. Entschuldigt. So, und hier dann einfach der Name. Seht. So ist das dann einfach verteilt. Also ich würde es euch gerne im Ganzen zeigen, aber es ist halt, wie gesagt, viel zu groß dafür. Selbst wenn ich jetzt so, ja, so seht ihr es halbwegs im Ganzen. Ja, ich lege das auch mal gleich wieder weg, sonst ist alles andere komplett verdeckt. Ja, ihr Lieben, das sind so die Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit gebastelt habe für die Hochzeit. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwas, was ich jetzt gemacht habe, oder irgendwas wissen möchtet, genau wie ich das genau gemacht habe, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare unten rein. Und ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende schon mal. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüssi!